Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wir waren im letzten Part stehen geblieben mit einer Nebenmission. Machen wir auch eben weiter, aber ich habe euch coole Sachen zu verkünden. Ich habe im, was ist es? Ubisoft Club endlich genügend Punkte zusammengekriegt. Ja, nicht Farbe. Naturburschen-Montur war übrigens das mit dem Zylinder. Habe ich gar nicht gewusst. Revolver-Umhang ist da auch, hat man auch einen Zylinder an. Aber wir haben neben der Ezio-Montur jetzt auch noch Edwards-Montur. Und ja, wir haben die nächsten paar Folgen ein bisschen was anderes. Und auch die gute Ivy sieht anders aus. Denn sie hat das Ich bin dran. Shaoyun-Kleid an. Wie gesagt, und das sieht sehr stylisch aus. Muss ich schon ganz ehrlich gestehen. Das Einzige, was ich eben kritisieren muss, sind die Waffen. Man hat, glaube ich, gerade mal drei verschiedene Waffenarten. Klar, aber ganz ehrlich, passt sowas in unsere Zeit kaum mehr, ne? Also auch zu damals, zu der Zeit, da hätte man auch gerade so gut noch einen Degen oder sonst was reinbauen können. Ich meine, hallo? Degen hat, ist das nicht, kommt das auch nicht von England? Der Fechtsport? Kam das erst später oder war das zu der Zeit vielleicht auch schon so? Also, ja. Ist so eine Sache. Aber nun gut. Ach ja, warum wir hier sind, guck mal, wo wir hier sind. Wir stehen hier vor den Londoner Geheimnissen, denn wie ihr, zur Hölle, ihr seht, unten links bei dem Foto, Abbild, habe ich alle Londoner Geheimnisse geholt, damit wir hier rein können und uns die geheime Montur hier holen können. Ich bin ja jetzt gespannt, ob die was nützt oder ob die ganz für'n Arsch ist. Na komm schon, hehe, einstecken, komm. Ne Rumte. Das ist eine meiner Lieblingsfolgen, nur ich habe es extra nur für euch schon jetzt zusammengesammelt. So. Machst du das nicht alles miteinander? Hehe. Doch, macht er direkt. Er setzt gleich alle ein. Oder? Ja, es setzt automatisch alle ein. Wunderbar. Dann können wir hier nur eine nach dem anderen aktivieren. Ist das genial oder ist das genial, Leute? Und ihr seht das live. Das dritte Tor. Dann öffnen wir jetzt noch dieses Tor. Also dieses Gitter. Ich bin so gespannt, ich bin so gehypt drauf. Ich hoffe, es kommt kein Scheiß raus. Irgendwie einen geilen Umhang, keine Ahnung von. Oh. Von Arno oder keine Ahnung. Denn ich meine, ja, es muss ja ein Vorgänger gewesen sein oder sonst ein Stamm. Vielleicht ist es auch gar keine Montur. Wer weiß. Ich denke zwar mal schon, aber man erkennt so nichts. Oder habt ihr was erkannt? Also ich nicht. Ich habe das, glaube ich, zweimal aktiviert, aber keine Ahnung. Konnte man einfach. Hehe. Wie gesagt, ich erkenne noch nichts. Wenn einer von euch was erkannt hat, Chapeau an euch. Aber nope. Es ist eine Montur. Ich erkenne sie jetzt. Ganz geil. Was macht die denn?
Oder gibt's danach auch noch ein Rätsel? Das zweitletzte, oder ist es schon das letzte gewesen? Nice, wie sieht die denn aus? Ist es so. Haha. Oder ist es nur für Eevee? Aufheben. Meinst du, die haben irgendwo noch eine andere Rüstung? Die hier ist vielleicht etwas eng für mich. Und du siehst etwas lächerlich aus. Eevee. Es ist nur für Eevee in diesem Fall. Reuige Schatzkammer. Belohnung 4000 XP kann ich jetzt zwar so nicht mehr gebrauchen, aber okay. Für die gibt es 5 Sterne, denn ich möchte die unbedingt mal austesten. Gottgleich. Haha, die Aegis. Jetzt mal gucken. Inventar, Monturen. Hä? Welcher Gegenstand ist das? Ich habe alle Goldtruhen. What? Okay, mal gucken. Dann nehmen wir mal dich, Hiwi. Monturen. Was ist das für eine? Die Aegis. Kann das sein, die Gewänder Minervas, Mitglied der ersten Zivilisation? Es wird vermutet, dass Minerva diese schützende Montur im Kampf trug. Es hat einen Grund, dass die Leute glauben, dass sie die Göttin des Krieges war. Verringere den erlittenen Nahkampfschaden um 10%, verringere den erlittenen Fernkampfschaden um 10%, erhöht den Schaden, den sie mit dem Stockdolch anrichten, um 10%. Die verbessern und ausrüsten. Hey, wie geil! Hey, wir sind jetzt mal gottgleich unterwegs. Ja, nee, ist klar. So verzerrt, ist das genial oder ist das genial? Hi Minerva, ich hab deine Montur. Minervas Montur, was? Wie geil. Also, ja? That's the way, that's the work. Wo gehen wir jetzt gerade hin? Ich glaube, die Montur wird einer meiner Favorites sein. Einfach schon nur, weil ich es kann. Wir nehmen nämlich jetzt noch die letzte Mission überhaupt von Charles Dickens an. Oder von dem anderen Charles. Keine Ahnung. Aber hey, nee, die gefällt mir richtig. Das ist mal was Besonderes. Nicht so was Ausgeleiertes, was man schon kennt von einem alten Assassinen. Nee, das ist was ganz Geiles. Ich lieb dich jetzt schon. So was meinte ich mit Immunity. Die hätten bei dem Schwert irgendwie den Effekt lassen können. Irgendwie, dass man mit einem Streich 10 Leute hätte killen können. Aber nö. Da ist die Montur ja gerade nice. Ach komm. Wo sind wir hier? Musst du das machen? Das wollte ich nicht. Ich wollte mich nur umsehen. Ja, hier. Hiha, mit der Minerva-Montur. Zum ersten Mal runter. Ist das genial. Und das Assassinenkreuz. Zeichenkreuz, klar. Du bist mir auch ein Kreuz. Hey, ich glaube, ich spiele mehr Eevee. Hier, hey, Charles. Darwin und Dickens Verschwörung, okay. Helfen Sie John Hammond, das Herz seines Mädchens zu gewinnen. Okay. Hört sich leicht an. Lambert erreichen. Okay. Mit ihm. Aha. Ich habe auch schon einen Plan parat. Sie spielen einen Kriminellen und entführen sie. Dann bringen sie sie dorthin, wo ich auf sie warte. Ich springe aus einer schattigen Ecke, schlage sie zusammen, rette mit ihr Leben und gewinne ihr Herz. Haben Sie das gut durchdacht? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ob Nun der das gut sie durchdacht mich an hat. Einen verkommenen Ort ab und ich bereite einen Hinterhalt vor. Aha. Irgendwo in Lambert.
Ja, ja. Machen wir. Aber uns zusammenschlagen. So ein Witz. Nee. Nee. Ich hoffe, nee. Ich lasse mich doch nicht zusammenschlagen von dem. Sieh so aus? Ich hab's doch erreicht. Muss ich da reinfahren? Wollt ihr mich verarschen? Mann. Aha. Man kann ja auch noch penibler sein. Wisst ihr? Also ich muss schon zugeben, also das, also die Montur ist ein bisschen auffällig. Aber nun gut. Egal. Ich liebe die Montur jetzt schon, wie gesagt. Das ist wirklich Geschmackssache. Es werden sicher ein paar kommen. Was ist denn das für ein Drecksteil? Oder die passt ja gar nicht hierhin. Ist mir doch egal. Von mir aus, eben wie gesagt, ich renne in einer Ezio-Rüstung rum. Ist mir doch eigentlich haarig. Ist nur schade, dass Ezio, sage ich schon, nee, dass Jacob keine eigene Montur bekommt. Das finde ich ein bisschen scheiße, aber ey, man kann nicht alles haben, Leute. Man kann nicht alles haben. Immerhin eine geile Montur. Vielleicht kommt die nächste ja im DLC für Jacob. Ja, gefangen nehmen, du bist mir auch noch ein Hafenmeister, oder? Gefangen nehmen. Nicht da lang. Ja. Kannst du dich da unten dann fallen lassen? Coole Sache, Mädel. Müssen Bell. Warte mal. Zum Glück gehört mir das Zeug hier schon. Sonst könnte das jetzt, hätte das kritisch enden können. Aber nope. Hi. Ich will dir nichts tun, aber geh. Wie geil. Wir rennen mal mit dir da durch. Wenn mich einer anpöbelt, dann hat er ein Problem. Ich darf nur an Wachen nicht vorbei. An Police. Nein! Keine Zeit, keine Lust und überhaupt. Nein! Wir müssen mal. Tut mir leid. Eine Entführung. Tut mir leid. Muss gerade sein. Jetzt möchte ich da gerne raus. Und das ohne in die Bullenhände zu gelangen. So, jetzt da muss ich auf die Bremse drücken, weil hier nebendran Bullenschweine sind und ja, ich sage mal so, ich habe nichts gemacht, Leute, ne? Die Frau kommt ganz von alleine mit mir, ne? Kann ich denn nichts tun, damit sie mich freilassen? Nein, kannst du nicht. Das ist ja gerade das Problem an der Sache. Du kannst nichts machen. Kann ich jetzt dann wieder rennen? Oh, kann ich. Ja, wir sind draußen. Endlich mal. Wo muss ich jetzt mit der Kuh hin? Soll ich den Karren stecken und mal rumfahren oder wie? Nicht der Ernst. Wenn die mir jetzt hinkommt, presse ich... Nein. Ey, Alter, jetzt vor Ende geht's mir noch... Ja, ja, komm mal her, Kleine. Ne? Ne? Mit dir bin ich noch nicht fertig. Aber... Du! Nein! Und nicht auf die gute Frau eindreschen. Ey! Du entkommst mir nicht. Du wirst mir aber nicht mehr angezeigt. Das finde ich jetzt... Hä? Was soll denn das jetzt sein? Ja, du willst eine Erklärung von mir und ich will dich rammen. Naja, gut. Machen wir das im nächsten Part von Assassin's Creed Syndicate. Tadalö.